Also das, was wir beobachten können seit vielen Jahren, ist, dass die Digitalisierung ein Beschleuniger ist, einen beschleunigenden Effekt auf die Organisation, auf die Mitarbeiter hat. Es gibt also diesen Begriff der Agilität. Ich selber bin jetzt kein großer Fan von dem Begriff, weil er sehr inflationär verwendet wird. Aber was meinen wir konkret damit, wenn wir über Agilität sprechen? Wir sprechen damit, dass wir beispielsweise Produkte schneller auf den Markt bringen. Time to market als klassisches Beispiel. Aber wir sehen auch, dass sich die Art der Zusammenarbeit durch digitale Medien verändert. Corona, glaube ich, hat den Beweis angetreten, dass Homeoffice funktioniert. Es hat ja im Vorfeld viele Befürworter, viele Gegner gegeben. Also das würde ich sagen, war sehr ausgeglichen. Heute kann man, glaube ich, wirklich sagen, Homeoffice funktioniert, technologisch gesehen. Die Frage ist eben, was macht das mit einer Organisation? Und das ist etwas, mit dem wir uns in der Organisation als Bank sehr viel Gedanken dazu machen. Was bewirkt das? Technologie ist das eine, Zusammenarbeit das andere. Und wir haben vor einigen Jahren gestartet mit der Frage, wie schaut bei uns New Work aus? Und haben dort ein Programm aufgesetzt, was so aus drei Komponenten wieder besteht, aus Bricks, Bytes and Behaviors und Räumlichkeiten als Beispiel. Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um unsere Räumlichkeiten auf neues Arbeiten auszurichten, haben es sehr attraktiv gemacht, haben letzte Woche erst wirklich die Baustelle finalisiert. Was haben wir dort gemacht? Dort haben wir sehr viel Raum für Zusammenarbeit geschaffen, also keine Einzelbüros mehr, sondern eher Begegnungszonen, Zonen, wo man auch ruhig arbeiten kann, wo wirklich keine Telefone als Beispiel dort stehen. Aber großer Schwerpunkt ist wirklich, und das haben wir auch während Corona gesehen, das Bedürfnis, zusammen wieder an einem Projekt, an einem Vorhaben, an einer Idee arbeiten zu können. Das Bytes-Thema, dort reden wir ganz klar darüber, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen mit Laptops ausgestattet haben. Wir haben eine mobile Infrastruktur bereitgestellt, dass mobil Arbeiten tatsächlich möglich ist. Und beim Behavior, um das abzuschließen, geht es für uns sehr stark darum, wie wir Führung neu interpretieren. Führung auf Distanz, und das hat auch Corona gezeigt, ist anders führen, wie wenn ich meine Mitarbeitenden tagtäglich sehe. Und dort haben wir gemerkt, dort müssen wir unseren Führungskräften Unterstützung anbieten, dort müssen wir sie sensibilisieren, beispielsweise öfter, intensiver zu kommunizieren als ein Beispiel. Das war so ein Learning, was wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben. Setzt voraus, dass wir wiederum Führungskräfte haben, die nicht klassisch transaktional den Mitarbeitern immer sagen, was sie zu tun haben, bis wann sie es zu tun haben und wie sie es zu tun haben. Nein, sie sollen ihnen einen Freiraum geben, dass sie sich selber entfalten können. Dort liegt der Schlüssel für mich zumindest, wie Organisationen morgen und übermorgen gebaut werden müssen, dass dort auch genau dieser Freiraum, dieses Vertrauen gegeben wird in die Mitarbeiter und auch das Vertrauen, dass die Mitarbeiter es nicht ausnützen. Aus meiner Erfahrung sind Führungskräfte wirklich sehr stark gefordert, mit dieser Veränderung im Zusammenhang der digitalen Transformation und New Work umzugehen. Eine Herausforderung ist sicher dieses Loslassen. Kontrollverlust ist etwas, was mir immer wieder gespiegelt wird, mit dem Führungskräfte kämpfen. Und wir versuchen, dass wir haben Führungsleitsätze definiert, die wir mit den Führungskräften erarbeitet haben, wo genau diese Themen auch adressiert sind. Also wirklich mutig zu sein, Dinge abzugeben. Wir haben Kompetenzen viel weiter in die Organisation und nach unten delegiert, weil wir gesagt haben, nur so schaffen wir es auch tatsächlich Geschwindigkeit als Organisation aufzunehmen. Und da kommt die eine oder andere Führungskraft durchaus mit der gelernten Führung in einen Konflikt. Sehr oft hat man gelernt, sehr hierarchisch zu denken und das ist etwas, was wir wirklich versuchen, in der gesamten Bank so weit wie möglich aus den Denkmustern der Führungskräfte rauszubringen. Also die Rolle, die ich beispielsweise dem BGM in dem Transformationsprozess bei uns in der Organisation zuschreibe, ist, immer wieder zu sensibilisieren. Das finde ich, ist ein ganz, ganz zentrales Thema, dass man immer wieder an diese Themen erinnert. Und klar, im täglichen Doing stehen hunderte Einzeltasks auf der Agenda und auf der To-Do-List, aber das BGM aus meiner Sicht kann genau das machen, dass sie immer wieder diese Themen ins Bewusstsein ruft,
Strömungen auch aufzeigt, wenn man merkt beispielsweise, es geht in eine andere Richtung, wo man die letzten Jahre vielleicht gedacht hat, dass es hingehen könnte. Und das mit zu integrieren in Veränderungsprozesse, mit in New Work Prozesse zu integrieren, einfach mitzudenken aktiv, das finde ich eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also zwei Dinge kommen mir auf die Frage, wie eine Führungskraft sein soll, die sich im digitalen Transformation- und New Work-Umfeld bewegt, in den Sinn. Wir haben bei uns in unseren Werten Leidenschaft und Nachhaltigkeit unter anderem beispielsweise drinnen. Und ich glaube, eine Führungskraft, die nicht Menschen mag, wird morgen und übermorgen nicht mehr bestehen können. Ich glaube, Menschen zu mögen und eine Leidenschaft dafür zu haben, mit Menschen zu arbeiten, ist ein ganz zentrales Element. Diese Leidenschaft ist natürlich auch etwas, wo man sich sehr schnell verlieren kann. Und eine gesunde Führungskraft versteht, und da kommt jetzt Nachhaltigkeit mit ins Spiel, dass sie auch Zeit für sich selber braucht, reflektiert, wie bin ich jetzt mit Situationen umgegangen, wie ist es mir selber dabei gegangen, dass jetzt das letzte Jahr vielleicht so hektisch, unstrukturiert, so dynamisch, agil verlaufen ist. Was tut sich am Markt? Wie gehe ich damit um, dass, keine Ahnung, Einflüsse von außen kommen, die ich vielleicht selber gar nicht verstehe oder die gar nicht zu mir als Person eigentlich Stand heute passen? Und genau das, diese beiden Dinge, die müssen Hand in Hand gehen. Also Leidenschaft auf der einen Seite, Begeisterungsfähigkeit, mit Menschen arbeiten zu wollen und auf der anderen Seite das nachhaltig zu gestalten, fängt eben bei einem selber an. Das heißt, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch dazu beitragen, dass es vielleicht anderen gut und besser geht. Wenn man das verstanden hat, diese beiden Dinge, die sind aus meiner Sicht wirklich wichtig und notwendig für eine Führungskraft, aus meiner Sicht auch schon heute, aber definitiv von morgen und von übermorgen.